Platz 1 gegen Platz 15. Die Rollen beim Gastspiel der Spielvereinigung Unterhaching beim FV Illertissen scheinen klar verteilt. Der Tabellenführer will mit 3 weiteren Punkten den Verfolger Würzburg auf Distanz halten. Ähnlich einfach wie bei der 0:4 Hinspielniederlage wollen es die Hausherren in Blau den Oberbayern aber nicht machen. Mit der Rückkehr von Holger Bachtaler auf der Trainerbank kam auch der Erfolg zurück zum FVI. Vergangene Woche fügte allerdings die Viktoria aus Aschaffenburg den Hausherren die erste Niederlage unter ihrem neuen Trainer zu. Diesen Ausrutscher wollten die Gastgeber korrigieren und legten gleich los wie die Feuerwehr. Nach einem Fehler in der Hachinger Defensive scheitert Yannick Lessing zunächst an Keeper René Vollert, doch Hannes Pöschl setzt den Nachschuss platziert ins Eck. Die kalte Dusche nach nur 2 Minuten für den Tabellenführer. Mit Wut im Bauch drücken die Gäste in der Folge dann auf den Ausgleich, wirklich gefährlich wurde es aber erst nach 20 Minuten. Niklas Ansbach hätte da beinahe den Ausgleich erzielt. Die Gastgeber fokussierten sich auf ihre Defensive und lauerten auf Fehler. Wieder ist es Pöschl, der alleine vor Vollert auftaucht, doch diesmal bleibt Haching Schlussmann der Sieger. Wenig später war er dann aber machtlos. Die Hausherren mit einem Konter über rechts, Nicola Della Schiava findet Glessing, der die Kugel durch Vollerts Beine in die Maschen schiebt. Illertissen zeigt sich heute eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse. Doch Haching schlug kurz vor der Pause noch zurück. Manuel Stiefler bringt die Wagner-Elf per Fallrückzieher zurück ins Spiel. Stark gemacht vom 34-Jährigen. Doch Pause war hier noch nicht. Nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen ist Pöschl frei durch und netzt zum zweiten Mal an diesem Tag ein. Der FVI stellt postwendend den alten Abstand wieder her. Mit dem 3:1 ging es dann auch in die Kabinen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erwies Maurice Strobel seinem Team dann einen Bärendienst und flog in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. An der Spielweise der Hausherren änderte sich aber nichts. Sie konterten einfach weiter. Wieder ist Pöschl frei durch, sein Heber landet aber knapp neben dem Tor. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Gäste aber dann zu stark für den FVI. Nach einem langen Ball scheitert Matthias Fetsch zunächst zweimal am starken Malvin Zock. Ansbach drückt die Kugel aber schlussendlich noch über die Linie. Haching damit wieder zurück im Spiel und weiter am Drücker. Maurice Krattenbacher steckt in der 73. Minute schön durch auf Simon Skalatidis, der die Kugel humorlos ins Kreuzeck donnert. Haching mit dem Doppelschlag binnen 8 Minuten. Jetzt wollten die Hausherren natürlich noch den Sieg. Christoph Ehlich setzt sich über links gegen 2 Verteidiger durch und wird dann gefoult. Schiedsrichter Manuel Steigerwald gibt 11 Meter. Natürlich tritt Goalgetter Patrick Hopsch an und versenkt die Kugel unhaltbar im linken oberen Eck. Der umjubelte Siegtreffer für die Spielvereinigung, denn die Hausherren konnten in der Schlussphase nicht mehr zurückschlagen. Das war natürlich ein Spiel mit allen Emotionen, die man kennt vom Fußball. Was so ein Spiel herbringen kann, glaube ich, haben wir heute mitgenommen. Klar hat man einen schweren Rucksack mitnehmen müssen in die Halbzeit. Aber dann hat man einen minutiösen Zeitplan bekommen vom Coach und der hat dann in der zweiten Halbzeit gegriffen. Wir hatten schon gemerkt gehabt, also mit dem Anschlusstreffer, dass wir dann von Minute zu Minute dann gemerkt haben, wir können das Ding nochmal drehen. Und was ist das für eine Mannschaft? Die haben alles reingeworfen, was man reinwerfen kann und an sich geglaubt. Und dementsprechend sind dann auch die Emotionen und der Jubel dann ausgefallen nach dem Schlusspfiff. Ja, ich glaube, wir haben aus der Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht, sind auch völlig verdient in Führung gegangen und haben es dann leider hinten raus, natürlich auch bedingt durch die gelb-rote Karte und der damit verbundenen Unterzahl, nicht geschafft, diesen einen Punkt dann auch über die Zeit zu retten. Ich glaube, vom Engagement, von der Leistung her hätten wir es verdient gehabt. Aber insgesamt konnten wir einfach dann die eine oder andere Situation nicht so klären, wie man es dann klären muss. Und von daher ist es natürlich sehr, sehr bitter für die Jungs, weil wir halt alles investiert haben. Sandro Wagners Halbzeitplan ging also schlussendlich doch noch auf und die Spielvereinigung Unterhaching dreht ein wildes Spiel gegen 10 Illertissener. Damit bleiben die Oberbayern weiter Tabellenführer. Der FVI belohnt sich hingegen nicht für eine starke erste Hälfte und steht am Ende mit leeren Händen da.